ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Schiss vor Albtraum Dungeons jetzt. Wenn schon die normalen Dungeons so knüppelart sind. Oh, ein Königshafener. Deswegen bin ich mir unsicher, was wir als nächstes machen sollen. Orten würde ich auch nicht. Manchmal wortwörtlich. Gibt es keinen Aspekt, auf den du noch heiß bist oder so? Nee, leider nicht. Natürlich war das sehr, sehr aufmerksam. Erinnert mich an meinen Bruder Edlin. Er hat es auch geliebt. Tja, er und Orton waren sich ähnlich. Oder vielleicht habe ich sie nur ähnlich behandelt. Hab vieles gesehen oder auch nicht gesehen. Nicht sehen wollen. Wisst ihr, ich habe es mir anders überlegt. Mal sehen, ob ich diesem Tropfen nicht doch was abgewinnen kann. Ja, trink dieses Bier, das wir in der Schatztruhe da draußen in der Ödnis gefunden haben. Den Bier gebracht, genau. Hells besetzte Haube, heilige. Nur heilig. Okay. Man kann doch auch. Ich sehe ja nur irgendwie meine Sachen, nur meine Klasse. Es gibt ja auch so Aspekte, die sind so allgemein für jede Klasse, nicht nur unbedingt Totenbeschwörer oder Barbar, ne? Ja, ja. Dann wollte ich mal gucken, vielleicht ist da ja irgendwie was Interessantes noch dabei. Wenn die ja irgendwie geordnet sind. Hier, das sind zum Beispiel entfernte Gegner und sowas für alle, ne? Ja, ja. Oder erhöhte Angriffsgeschwindigkeit für Basisangriffe oder so. Ja, ja, den habe ich auch. Ich guck mal hier so ein bisschen durch. Vielleicht findet sich ja hier was Schönes zum Knabbern und zum Naschen. Und zum Spiel. Genau. Zauberer-Druide. Kritische Treffer verleihen. Eine Sekunde lang Bewegungsgeschwindigkeit. Eine Sekunde, boah. Heftig, ne? Ja, ne? Da habe ich auch einer meiner passiven Fähigkeiten ist irgendwie so. Da habe ich, weiß nicht, vom Ansturm oder von diesem Tritt hier, diesen, den ich erst ausrüsten wollte, so, oh, dieser Angriff hat eine Sekunde weniger abklingt, sage ich so, boah. Jetzt hier auf den ersten Blick nichts, was mich hier noch antörnt. Krähenfüße. Also, Jäger. Muss schon sagen. Oder vielleicht sagt irgendwann für Totenbeschwer so, ha, kannst du Krähen beschwören? Na, der wäre zum Beispiel gut. Wenn ihr einen Gegner, der mit Kontrollverlusteffekten belegt ist, wenn ihr einen Gegner trefft, der mit Kontrollverlusteffekten belegt ist, besteht eine Chance von 30%, dass der Kontrollverlust auf andere Gegner überspringt. Ja, wäre auch nicht schlecht, vielleicht. Also nehme ich mal an, hier deine Betäubung, die du auf die Gegner machen kannst mit deinen Tentakeln, können dann auf Gegner, die noch nicht betäubt sind, überspringen. Hm. Weiß nicht, ob wir ihn machen. Oh, ich will mal markieren. Habe ich schon mehr aus den Augen verloren? Nein. Jetzt finde ich den eh wieder. Boah. Wenn ich mal alle ihre eigenen Zeichen haben, damit ich auseinanderhalten kann. Ja. Schon markiert. So. Bin aber irgendwie gespannt, wie das mit Albtraum Dungeon jetzt funktioniert, so mit der Schwierigkeit gerade hier so. Ich habe Lichtwacht, stinkendes Mausoleum. Stimmt, da habe ich mir auch letztes Mal gemerkt hier, das hatten wir noch nicht. Was wollten wir eigentlich machen? Aber ich kann mich noch erinnern. Ja. Nur ob wir das schaffen, das ist wieder eine andere Frage, ne? Ja, das ist eine, das ist hier die Frage. Na gut, nur eine Möglichkeit, das ist Stufe 24.
Erlaubte Wiederbelebung in 4. Wo ist denn deine positive Einstellung da, ne? Ich habe kein Problem. Du bist doch derjenige, der sich immer aufregt, wenn irgendwann was zu schwer wird. Ja, weiß ich nicht. Du machst hier gerade die Geräusche. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Weiß ich nicht, weil das nicht gut ist, wenn ich sterbe. Ich werde jetzt nicht vor Freude den Salto machen, wenn ich sterbe. Ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Du dreckiges Stück Kacke. Ich bring deine ganze gottverdammte Familie um. Da habe ich mich noch nie aufgeregt. Komm mal runter. Ja, bei mir kann es losgehen. Na gut. Warte mal, eine Art Kampfgestell. Blutblase. Kampfgestell ist der Vorteil. Als andere. Na gut, guck mal. Stufe 24. Weiß halt, stimmt, was passieren kann, außer dass wir alle sterben. Ja. Dass wir halt es nicht schaffen, ne? Ja. Die Gegner sind jetzt so Level 150. Ja, hier ist das. Stinkendes Mausoleum, da steht aber Stufe 75 plus, aber das hat glaube ich nichts damit. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht, ne? Deswegen wollten wir das ja machen, ne? Der Name. Kommt mir nicht bekannt vor, der Name. Nee, haben wir auch noch nicht. So, was haben wir denn hier? Kampfgeschehen, ihr halt 6% Schadenreduktion, je 10% Leben, die euch fehlen. Ah, das ist ja nicht schlecht. Ja, die Gegner explodieren wieder, wenn wir die töten. Man Giftschaden. Tun weniger Feuerschaden erleiden. Ich habe mal meinen Knochengolem drin. Okay. Angriffe von nahen Gegnern von hinten machen euch verwundbar. Oh nein. Oh nein, sie kommen! So, wir haben noch 4 Wiederbelebungen. Oh Gott. Okay, ich gehe ganz langsam. So, Level 78. Ah, Gott, Blutblase. Warte mal, mach uns nicht. Mach nicht hier sowieso Schaden. Ich bin ja gefangen. Ich wurde ausmanövriert von dem Typen. Warte ich. Oh Gott. Da war eine riesige Giftbrühe, in der du standest. Ja, ich hab's gesehen. Danke. So. Wow. Oh, weißer Kalt. Kann mich nicht bewegen. Ach Gott. Oh Mann. Ich nehme so viel Schaden. Ich bin sowas von tot. Ich muss sterben hier. Oh nein. Weißer Ring unter dir. Tot. Ich dachte, die wäre weggerannt. Ich kann da nicht drauf achten. Ich achte auf die Gegner und nicht, was um mich herum passiert. Ey. Aber der mich von hinten angreifen für mehr Schaden, ja? Ich glaube nicht. Gott, warum sind hier nur Elite-Gegner, ey? Oh Mann. Ich konzentriere mich auf einen. Aber die haben mich auch gleich. Das auch. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Das gefühlt ja nicht so gut damit. Warte, euch geht. Einer ist weg. Der andere auch, glaube ich. Nee, der hat sich teleportiert. Der ist da weg. Nein, du blöde Blase. Nicht kaputt gehen. Nein, ich bin toll. Oh Gott. Ich habe keinerlei Tränke. Ja, danke. Der, ich kriege ihn noch kaputt. Ey, Daniel hat's geschafft. Ja, nur noch ein Trank. Jetzt habe ich keinen Trank. Das wäre schon mal wieder großartig, ey.
Irgendjemand hier? So. Wow, oh Gott. Ich habe keinerlei. Oh ja, ich kann mich nicht heilen, verdammt. Oh, Tank. Gib mir Tränke bitte. Nein, keine Blutblase, Tränke. Die kann ich nicht trinken. Ich meine vielleicht, aber. Ja, es ist Blut, ne? Du kannst es versuchen. So eine. Ich hab mal meine Ultimate rausgenommen und gleich eine Explosion reingepackt. Okay. Ja, zu viele Gegner hier sind überall. Oh, was? Ja, meine Ultimate, die ist nicht, die sind nicht so nützlich ganz. Blase weg. Gott, sieht schon wieder übel aus. Ich bin da raus. Voll rote Kreise. Was auch immer das bedeutet. Oh Mann. Oh, ich habe ja keine Tränke. Das war's gleich für mich. Oh Gott. Ich habe keine. Hinterlass mal jemand eintragen. Ja, ich bin so weit von tot. Geht weg von mir! Au! Ich muss warten. Wie bin ich noch am Leben? Jetzt bin ich tot. Ja, ich folge dir gleich damit. Keine Angst. Ich kann ihn nicht machen. Boah, geh weg. Ja, fessel sie alle. Mach die Kleinen alle fertig. Und dann die Großen. Voll auf eine Blase. Autsch. Und da schaffst du noch. Die paar schaffst du noch. Das glaube ich irgendwie nicht. Nein, kriegst du noch. Irgendwas gedroppt, ich hab's gehört. Ah, ich bin gerade übelst clever wie noch nie zuvor, Daniel. Aber ich kann mich nicht bewegen! Nein, nein, nein! Oh, der hat geheilt, gerade irgendwie. Als er mich angegriffen hat. Weil der mich gestochen hat, der hat Blut von mir getrunken. Aha. Hallo, was? Da ist schon wieder eine Blase explodiert, hab ich gesehen. Nein. Ah ja, jetzt kommt Siegel. Mach den Decken kaputt. Der hat nicht mehr viel. Ja, die lassen mich ja nicht in Ruhe. Jetzt den Decken. Nein. Ja. Oh, Alter vom Siegel. Pass auf, da ist der Blase. Die Blase explodiert. Hat ja keinen Schaden gemacht. Okay. Oh. Gute Arbeit. Oh. Standhafte Kaserne. Heftig. Level 26. So. Wenn wir noch nicht gescheitert sind, ganz ein Wunder, ey. Zu,
Da sind sie wieder. Oh Gott, ich will hier raus, ich will hier raus. Du Buffer, du bist weg. Da, ich wollte nicht auf die. Ich gebe den Elite-Typen hier los. Halt du hier da oben fest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 nein, bitte nicht sterben. Oh, der ist weg. Ist der Vorteil, haben Leichenexplosion. Das kostet keine Ressourcen und hat keinen Cooldown. Ja, aber es hat nur Leichen, ne? Ja, also kann ich das unendlich spammen, wenn ich genug Leichen habe, praktisch. Ach. Jemand sagt mir, du wirst genug haben. Okay. Ob das genug Schaden macht, weil ich das nicht maximieren konnte. Ich konnte da nur praktisch einen Punkt reinstecken. Oh Gott. Ich muss warten. Der steht aus, ist da schon wieder irgendwo ein Buffer? Naja, ich glaube nicht, da steht nichts. Er hat ganz schön was aus, der Kerl. Ja, ist auch Elite, der Typ. Ja, naja, ich sehe schon, dass der Elite da. Boah, dass wir noch am Leben sind, ne? Ach. Zeichen von Skill. So. Okay, einen von den Dingern haben wir schon mal. Damit die Hälfte der Dungeon schon mal erledigt. Also, es gibt viele Sets für den Untoten, die gar keine Ultimate beinhalten. Oh Gott, wo kommt der? Ja, die sind gerade hinter dir spontan, pass auf. Ich hab die mal zusammengezogen. Ja. Okay. Ich finde die Ultimates jetzt nicht so praktisch, ganz ehrlich, ey. Wenn man die nicht ständig einsetzen kann. Jedenfalls meine, jedenfalls. Hm. Oder sich irgendwo der lila Aura, dass wir ja hinkommen ein bisschen. Okay. Okay, da war nicht so schwer. Ja, okay. Extrem vorsichtig hier. Ja. Kreuzritterbrief. Kreuzritterbrief. Meinen tapferen, geliebten Narren. Ich bin. Ich hab der Rede von dir dann. Nein. Ich ertrage den Gedanken nicht, wie du durch den Punkt. Ohne eine Stimme in der Tasche zu haben. Oh, die Blase. Ja. Also eine. Das spüre ich in meinen Knochen. Lass dich vom Licht leiten. Und möge unsere Liebe dein Mut sein. Okay. Eine Sekunde. Schula, bitte. Oh, warte. Das wäre ein Elite-Typ. Ich vergesse immer, dass ich meinen Sturm angefangen habe. Ich will die ganze Zeit zweimal schreien. Gelbe Kreise, weite Kreise. Oh Gott, ich bin weg. Noch nicht erhöhtes Leben von wem? Oh Gott, ah. Nein! Ich bin in den Kreis reingedüst, ey. Ah. Ja, ich bin raus. Au. Alter Kreis. Ich bin tot. War eingefroren. Aua, blödes Viech. Ah. Rückzug. Weißer Kreis. Ich merk das nicht. Ich hab den vollen Fokus auf die Gegner, ey. Ich krieg das nicht mit, wenn da irgendwas vor mir auftaucht, ey. Was gefällt dir hin? Ich hab den Tod zurückgezogen. Aber.
Er wollte wegrennen. Ich habe ihn einfach zu uns hingerammt wieder. Irgendwie lassen die Gegner gar nichts Gutes fallen, ey, bei mir. Naja, bei mir auch nur gelbe Sachen da. Was ist das denn für ein Ding? Tödlicher Schrein. Weiß nicht, ob ich den aktivieren will. Ich habe ihn aktiviert. Okay, alle sind kritische Treffer. Alles klar. So, das ist wieder der Horror wahrscheinlich, ne? Oh Mann. Oh Mann. Ja. Oh, der hat irgendeiner blöden Blitz hier hingespawnt, ey. Ich krieg die ganze Zeit schon, ey. Aua. Ich hab den Stein. Ah. Zur Not können wir wegrennen. Den einfach da reinpacken. Was dann wir die erledigen müssen. Boah, Gott. Ich tu mal den Stein einsetzen. Da krieg ich auch wieder Heilung. Oh nein, Gegner. Ach, ciao. Wir müssen gar nicht gegen euch kämpfen. Nee, wir können einfach weitergehen. Also empfinden sich meine Tränke haben wieder auf, glaube ich. Wenn ich das da reinpacke. Aber willst du ja oben trotzdem noch gegen die kämpfen? Ich weiß nicht, wovon du redest, Daniel. Ich treffe immer Entscheidungen, die ich immer bereue. Okay, ich habe das Ding schon mal eingesetzt. Wir können zur Not weiter. Alles klar. Ja. Diese blöden Blitz hier in dem Raum, ey. Meine Fresse. Ich reiche von dir aus nicht. Ich reiche von dir aus nicht. Sachen daneben. Oh, warte. Ah. Oh nein. Nein. Was triffst du denn wieder für unvernünftige Entscheidungen? Nicht nachdem ich beinahe hier meine mein Tränk hier aufgefüllt habe. So. Ah. Ja, jetzt können wir weiter. Ja. Genau so schon weiterging. Müssen nur anmerken. Was willst du anmerken? Wir hätten auch so schon weitergehen können. Tür war schon offen. Das habe ich beim ersten Mal nur nicht gehört. Alles klar. Ja, genau. Okay. So, was von Horror wartet noch auf uns hier? Was kann ja nicht so schlimm sein am Ende. Halle der Verseuchten. Da läuft schon wieder los hier. Was? Also. Ich habe gesehen, wie auf der Karte irgendwann aufgetaucht ist, aber... Zerstörungsirrung plus 679 Schaden, aber er ist nur heilig. Ja, ich meine golden. Oh Gott, eine riesen Armee. Ja. Wow. Schnell ist das denn explodiert. So. Ich geh auf den Elite-Typen los. Ich trenne ihn von der Horde. Nur du und ich, Kollege. Nur du und ich. Ich glaube, wir können von der Horde. Ich gebe ihn. Ich ramme ihn. Er ist tot. Autsch, Daniel, wo bist du? Ah, da hinten. Ich hab den einen Elite-Typen gekümmert. Dieser blöde Schild, geh weg von mir. Nein, daneben. Oh, warte, die beiden. Oh Gott.
Nein, da kann mein Wischer mit der Barriere auch abwehren. Ja, sämtliche Distanzangriffe. Ich bin noch nicht. Oh, ich bin gleich tot. Ah, oh, lass mich jemand machen. Warum ist kann mich nicht bewegen! Das ist eine kleine Norm. Warum Leben. Stirbt denn diese blöde Leiche? Oh, ich hab keine Tränke mehr, hab? Okay, nein. Ich bin irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich nur noch 9 Tränke. Die kriegen wir noch. So, oh, er ist weg. Aber die Blase! Die Blase! Oh. Nein, daneben. Na! Das wollte ich bestimmt sein, ich habe keine 11 Tränke mehr. Ja. Warum nicht? Dann habe ich wahrscheinlich durch einen Ausrüstungsgegenstand. Oh, Brustschutz. Dann habe ich bestimmt durch einen Ausrüstungsgegenstand bekommen, nehme ich mal an. Ja. Boah, dieses Schwert ist 600 stärker. Aber es ist golden. Was soll ich denn damit? So. Hm. Ich habe noch 3 Tränke, also. Weißer Kreis, weißer Kreis. Autsch. Ja, das hat keinen Sinn, da zu rufen, dann ich kann nicht so schnell reagieren. Ja, oder? Das geht nicht. Ja. Weißer Kreis, weißer Kreis. Kreis des Todes. Boah, sehr gut. Und alle an einer Stelle. Scheiße, Todes. Ich bin noch nicht bereit. Oh nein, die Blase explodiert. Nein. Aua. Ist ja voll mein Gesicht explodiert. Okay. So. Oh, da ist ein Buffer, ehrlich. Das hat jetzt noch übrig, das gibt's nicht. Wie er sagt. Okay. Was war? Oh, Riesenblase. Oh. Ich hab nur gesehen, wie da irgendwie so ein riesiger roter Punkt war auf der Karte. So, müssen wir hier machen. Die Blase eingefroren, ey. Ich glaube, das ist ein Problem, womit man zum Arzt gehen muss. Ja. Ah, kein Problem. Diese und jegliche andere Behandlung übernehmen gleich Dr. Nadiro. Den Totenbeschwörer eigentlich auch als so eine Art Arzt. Ja, ein Witch Doctor, ne? Ja, das. Oh yeah, look, go. Here in your bones. Ah, was haben wir hier? Oh Gott, was ist das? Irgendwas Blödes, das ist schon mal sicher. Oh Gott, mein Gott.
Machst du das da mit den toten Köpfen über die deren Köpfe? Ja, das ist mein Golem, der zieht den Akku, auf. Ja, ich wollte schon sagen. Immer auf die Blase. Auf den Haufen meine ich. Ja, da können wir auf den Stichtyp. Ja. Ja, das Ding ist erledigt. Jetzt bin ich gleich erledigt, weil ich keine Tränke habe. Oh Gott, ich bin sowas. Trank. Ins Gesicht. Ich habe überlebt hier nicht. Oh, Trank. Was, ich kriege hier die ganze Zeit Tränke. Blase ist tot. Nein. Oh, noch er hier. Oh, ich habe keinen Trank. Bin jetzt sowas von tot. Nein. Ich habe keinerlei Tränke. Du schaffst es, du schaffst es. Seht. Safe. Okay, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Nur durch meine heldenhaften Einsätze. Ja, ist irgendwie auf dich losgegangen. Okay. Genau, ich habe die ganze Zeit meine Tentakel gegen den benutzt. Wieso kommen hier meine Skelette von der anderen Seite, was? Explosion. Ich hab's gehört. Ich bin noch nicht bereit. So. Was hast du gehört? Die Explosion. Also. Aber wir müssen noch zwei Leichen auf den legen, bis mich auf den Arm nehmen. Und Tony, so Blasen eigentlich immer hinter uns auf, ey. Ja, das ist, wenn einer stirbt, der hinterlässt dann so eine Fleischblase. Ja, aber wollen wir immer hinter uns? Die sind doch vor uns. Das ist doch das Thema von dem Dungeon hier, ne? Schaden von hinten macht mehr Schaden. Wie unzivilisiert. Ich bin noch nicht bereit. Zu meiner Zeit haben sich da war ich betäubt und ich habe ganz langsam zugesehen, wie meine... Was passiert ist, Daniel? Will ich dir zuhören? Nein, will ich nicht. Ja, ich habe ganz langsam zugesehen, wie meine, wie mein Lebensbalken runtergegangen ist, während ich betäubt war. Ja, aber jetzt habe ich wenigstens wieder Tränke. Ist das hier eine Action, ey? Das ist schon eine Weile her, dass er so gefordert wurde. Ja, außer letzte Woche bei Elias. Ja, letzte Woche. Oh Gott! Oh. Tentakel! Ich nehme sie mit mir. Nein, keine Blase. Aua! Oh Gott, hier sind zwei Buffer! Raus, ja, ich bin tot. Ich werde hier auch so weit von sterben, ey. Nein. Ich habe keine Soldaten mehr. Ich weiß nicht, wenn du so da rumgehst, könntest du mich vielleicht wieder beleben. So oben herumgehen vielleicht. Da sind ein paar Gegner. Ja, ich bin hier. Autsch. Ich bin hier so weit von. Ich kann mich nicht bewegen! Boah! Oh gut, ich belebe mich wieder, ne? Ja. So. Ich war eingefroren und dann haben die alle auf mich eingeprügelt. Ich habe keine Zeit für dich, Lady. Ich muss meinen Kollegen wieder beleben. Was für eine Frau denn?
Weil ich war gerade jemand, der um Hilfe gerufen hat. Oh, okay. Irgendwo hier. Ja. Das letzte Abenteuer. Jetzt mal kämpft die mit uns oder was? Oh, ehrlich. Ja, Meisterschaft. Oder ein bisschen was? Ich habe natürlich total. Oh Gott, ich muss mich ja ohne einfach wiederbleiben. Überlebt den Angriff. Ich habe mich durchgehend hier wieder geheilt, ey. Das hat nicht gebracht, ey. Ja, warte mal, was passiert, wenn das jetzt hier abläuft? Erstmal wissen, was der passiert. Schwinden die alle? Nö. Ich weiß nicht, ob du da rein kannst, um mich wieder zu beleben. Das sind eine Menge Gegner. Also tust sie alle einzeln hier anziehen. Nee, die kommen alle. Nee, ein paar sind drin geblieben. Nur mehr Gegner, ja. Nee, ich glaube, da wird nicht. Fuck! Renn! Renn! Ja, ich kann nicht schneller! Renn! Dann geh! Na! Ah. Das ist jetzt scheiße! Ja, vielleicht sollten wir das Ding ignorieren. Wir müssen ja oh, wieder keine Belebung mehr, geil. So, einer haben wir noch. Ah, nee, ich habe gerade was anderes gelesen, okay. So, wir erstmal mal die mal ignorieren. Wir machen nun erstmal ja. Oh, scheiße. Wir müssen ja diese ich blöden. Schon wieder, ey. Was doch? Weil die verfolgen uns, ey. Wie könnt ihr das wagen? Ereignis beigetreten. Hier vom Ereignis geflüchtet. Aua, aua. Oh. Ich werde immer betäubt. Dann habe ich nur noch 1-2 AP. Komm, den schaffst du noch. Ja, nicht mehr viel. Er umringt sich mit einem Kreis vom Blitzen, weil er ein Feigling ist. Die Blase. Okay. Wo sind diese blöden Leichenhaufen? Oh, das ist ein Buffer. Das sind zwei Buffer. Die mich auf den Arm nehmen? Ja, ich weiß. Das habe ich vorhin schon gesehen. Nein, nicht schon wieder. So, einer ist weg. Schaden anfangen. Ich glaube, der zweite ist auch weg. Oh, Todesblase. Oh. Ich muss warten. Aua. Alter, ich bin doch voll außer Reichweite gewesen. Die Leute mir trotzdem so viel Schaden machen. Das sind halt keine Tränke, ey. Das gibt's nicht. Ich habe keinen Trank mehr. Komm her, Dorian. Was machst denn du im Narbe? Na. Hier sind die Tränke aus. Oh Gott. Mach dich bereit, mich gleich wieder zu belegen. Ach, Tränke. So. Na, und ist schon wieder so ein Leichenhaufen. Gucken wir mal. Alles da drauf ballern. Und du hast. Ich bin noch nicht bereit. Ah.
Der Leichtlauf ist kaputt. Ich gehe nach Hause. Ciao. Tschüss. Ja, viel ist mit euch. Also ich habe keine Tränke, ich verziehe mich. Ich gebe mich mit Krümmeln jetzt zufrieden, okay? So, oh, Paragon-Punkt, her damit. Was nehme ich denn hier? Willenskraft oder Geschicklichkeit? Wenn ich jetzt noch mal wissen, was Willenskraft oder so für mich macht hier. Überwältigungsschaden. Ja, warum hält der so viel aus? Gib doch mal, Alter. Du bist nur ein Elite-Gegner. Geh drauf. Nimm Schaden, verdammt nochmal. Ich habe keine Tränke. Oh, was sind da letzte Dinge? Zerstört Leichen auf dem Boden. Ich sehe nicht auf der Karte. Ach, da oben. Oben rechts müssen wir. Ja, ihr setzt den Beckenstoß ein. Ja. Ich weiß, dass er immer an die Leute vorbei renne. Hier schnappe ich mehr. Ah, jo. So, noch ein Leichenhaufen, dann hoffentlich nur noch der Boss. Ich glaube, ich nehme mal die Tränke da ab. In diesem Boden. Ja, du hast wahrscheinlich schon, ne? Ja. Ja. So. Der hat die Tür aufgesprengt, bevor ich überhaupt hingekommen bin, ne? Warum mach ich denn so? Ich war gerade erst begonnen, ich war schon wieder fast tot. So. Auf das Ding, auf das Ding. Es kommen immer mehr Gegner. Ich kehre euch alle unter den Teppich, ey. Ich muss warten. Nein, hier geblieben. Autsch. Okay. So, auf zum Boss. Mit einer Wiederbelebung. Na, wird hat was? Also nicht. Du bist doch hier der Positive. So, ich habe 5 Tränke. Ich hab 5. Oh ja, stimmt. Oh, ist schon wieder der Blutbischof, okay, den kennen wir ja. Aha, ho, ho.
Oh nein, hier sind überall so Blutblasen. Das kannst du gleich kaputt machen, Daniel. Das macht übel Schaden. Ja, war schon die ganze Zeit. Oh, trinke, trinke, trinke. Au, 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 au. Ah, ich von dir, Daniel. Er nuckelt mich aus. Also auf seinen Schwanz auch damit nuckelt er dich aus. Ja, ich weiß. So. Fleisch? Nein. Nein. So. Immer da. Ja, Überraschung, der Boss ist natürlich wieder chilliger als das gesamte Dungeon. Ja, echt. Ja, klar. Einige Sachen ändern sich nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ah. Lebende Albträume. Oh ja, ein Erfolg. Oh mein Gott. Okay. Der ist immer noch hier am Liegen. Der Typ. So, verfügbare Punkte 61. Den hier. 104. So. Okay. Irgendwas Geist bekommen. Hm. Einen sehr viel stärkeren Zauberstab. Ich habe nur ein legendäres Ding hier bekommen. Das gibt's doch nicht, Mann. Ich habe goldene Sachen, die 1000-mal stärker sind, aber das hier ist nur so ein bisschen stärker. Oh, aber die Effekte sind da geil. Wir haben es sogar geschafft, Daniel. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, schon, ich vergiss mal, steht noch zweiten. Bei mir fliegt der übelst in der Luft, der Typ. Der schwebt hier über uns. Ja, ja. So, alles klar. Wir haben eine neue Rüstung, die ich nicht mal Sachen reinpacken muss. Jetzt zwei Socke leer. Wir müssen wieder in die Stadt, Daniel, ne? Ja. Wir müssen zur Stadt. Ja, wir müssen nach Tamriel. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wenn wir ja für den Baum hier so grausige Gaben abgeben, da müssen wir bestimmt hier irgendwie so was bekommen hier für den einen Kollegen. Ja, kann gut sein. Ist irgendwie so eine Welle, ja. Ne, das ist PvP. Ne, das ist auch PvP. Wo sind hier so eine Welle oder grausige Gaben oder wie auch immer? Ja, hier so. Also Dungeons können wir auch machen, da kriegen wir auch sowas. Verfällt in 17 Stunden. Brodelnde Monstrosität. Ach, das ist einfach nur so ein Boss, ne? Ja. Oh, können wir auch mal machen. Erstmal in die Stadt Rüstung tauschen. Ja. Ich suche hier die ganze Stadt. Ich suche hier die ganze Zeit eine große Stadt. Reparieren. Und erstmal seelisch erholen. Ja, das war heftig. Aber so ein schönes Erfolgsgefühl, wenn man das schafft. Ja, natürlich.